herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Let's Play Animal Crossing New Leaf auf dem Nintendo 3DS. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen endlich gefühlt nach Jahren mal wieder weiter über die mit dem Game, denn eine Zeit lang hat es nicht gebracht, hatte vielleicht auch keine so große Lust. Aber jetzt, nach der geilen E3 mit Animal Crossing New Horizons, was angekündigt wurde, hat man einfach wieder richtig viel Lust auf dieses schöne Projekt hier. Dementsprechend geht es mit dem Projekt weiter. Allerdings habe ich mich dazu entschlossen, dieses Projekt vorerst jetzt erstmal nicht mehr als Livestream zu machen, abgesehen von den Community-Parten. Dazu sage ich gleich noch was, sondern habe mich erstmal dazu entschlossen, dieses Projekt vorerst erstmal nur wieder als reguläres Let's Play-Projekt zu bringen. Hat mehrere Hintergründe. Deshalb habe ich gerade auch das Zeug im Hintergrund, außer dass wir gerade nicht brauchen. Machen wir auch das Event hier weg. Wo ist das jetzt? Ja, finde ich gerade nicht. Ah, egal. So, nur damit jetzt eben Bescheid wisst. Was? 3.23 Uhr am 17. Juni. 17. Juni stimmt, aber Uhr ist halt irgendwie nichts. Damals nämlich 11.20 Uhr. Hoffentlich habe ich das letzte Mal nicht zurückgestellt, die Uhrzeit. So, der 17.06. das stimmt. Jetzt haben wir es heute. 11 Uhr. 11 Uhr 21. Genau. 11 Uhr 21 und nicht 11 Uhr 3 Uhr 20 oder so, damit in der Nacht. Das haben wir jetzt nicht. Auf geht's. Nee. Ja, ich bringe es ab jetzt nämlich jeden Tag um 12 Uhr als Video. Wie immer gilt, alle 5 Parte sind Community Parte. So gut es geht, eben alle 5 Parte. Ich weiß gar nicht, was das jetzt hier für ein Part ist eigentlich, aber ich hoffe jetzt kein Part, der mit einer 5 oder 10 endet. Also 5 oder 0 halt, wisst ihr, was ich meine? Ah ja, und hier kommt wieder der Peter mit meinem immer noch überfüllten Briefkasten hier. Die ist auch wirklich eine sehr schöne Sache. Denke nur so, ist gut, Bro. Ich leere den bald wieder aus, okay? Jetzt bin ich ja wieder da. Jetzt habe ich Zeit. Jetzt leere ich meinen Briefkasten wieder aus. So, ich glaube, der letzte Part ist ein voll lang her, ne? Alter, wenn man es mal schaut. Oh Gott, das war noch vor den ganzen Artikel 13, die muss, kann das sein? Part 36 war mal Valentinstag. Vor 4 Monaten. Nee, ich habe danach aber noch eins zu Ostern rausgehauen, das weiß ich. Das Haus gerade nämlich hier Ostern. Irgendwo hier habe ich doch mal ein Animal Crossing Part rausgehauen. Hier. Part 36. Kreis, das dürfte jetzt dann Part 7. Das ist aber auch ein Monat her. Also das ist jetzt Part 37 hier. Der letzte Part war Osterpart. Ja, da hatte ich auch noch hier dieses schöne Blume in Ohr. Und noch die Buddel in der Hand hier. Die Schaufel in der Hand. Wo ist der Ostereier? Rausgebuddelt habe. Jetzt habe ich eigentlich alles für Stuff mal im Inventar. Das muss man alles irgendwo hinstellen. Ich habe jetzt 3 von diesen. Maxi-Dingern hier. Egal, das muss einfach alles mal in mein Haus rein. Muss man es nicht verstehen. Ich verdachte, mir kommt aber das Let's Play, willst du es täglich bringen, aber das kannst du dann irgendwie schlecht als Livestream machen. Deshalb machst du es immer als Videos und halt alle Community-Partner als Livestream. Die werden es an jeweiligen Partnern auch ansagen, aber das ist ja unabhängig von dem. Bisschen Geld, Spaß, wir auch mal hier rein. Aber es ist ja alles mehr oder weniger unabhängig von dem Rest. Ja, ist heute mein Zeug jetzt hier. Sind das Eierkörbchen, kommt auch hinein.
Nur die wichtigste Ausrüstung behalte ich jetzt prima im Inventar. Mein Haus könnte eigentlich auch irgendwann mal wieder ein bisschen anfangen zu vergrößern. Mach es dann so ab dem nächsten Parten. Und wie gesagt, in Community-Parten. Und jetzt ist hier gerade mal eine Lampe runtergefallen. Alter. Diese schöne IKEA-Lampe hier hätte mich um ein Haar getroffen. Und jetzt ist sie ganz kaputt. Scheiße. Oh nee. Das ist so. Das liegt jetzt einfach mal hier hin. Dann. Scheiße. Mann, jetzt ist auch noch angegangen. Aber ich. Kennt ihr das, wenn aus der Lampe so Spanner auf den Kopf fällt, ihr dann hochhebt und dann Teile davon runterfallen, ihr den dann auf den Tisch legen wollt, die versehentlich aber noch anschaltet und euch die Lampe komplett ins Gesicht leuchtet? Das. Sowas kann auch nur mir passieren. Sowas ist und kann auch nur mir passieren, ja. Nee, das ist. Seht ihr, genau das ist hier. Typisch Gamer-Chaos. Es konnte eine neue Videoreihe werden. Da ist sowas hier. Traurigerweise inzwischen zu mehr oder weniger Standard. Nee. Auf jeden Fall will ich jetzt mein Haus auch weiter ausbauen und alles. Ich glaube, das wird ganz nett. Wenn wir den Tag immer mit schönen Animal Crossing ab jetzt starten. Ich meine, das ist ein nettes Spiel. Und ist da auch dementsprechend ein netter Start in den Tag. Auch wenn ihr das dann nach der Schule oder wann auch immer zauen könnt. Oder wenn ihr im Survival ein Aus habt, halt davor dann zum Zauen könnt sogar. Genau, kommt aber nur als normales Video, nicht als Premiere oder so. Und ich glaube, das ist es durchaus ganz nett. Ich habe das Spiel echt vermisst. Und da hypt man sich dann nämlich auch ein bisschen auf die View-Version, wollte ich schon sagen. Hier, da definitiv nicht. Auf die Switch-Version. Ich finde das wirklich toll. So kann ich es. Ich will auch mehr, abgesehen davon, mir ist das so auch entschlossen, jetzt aktiver und mehr wieder 3DS-Displays zu bringen. Ich denke ein bisschen, wenn ich so viel Geld für den 3DS-Capture-Card ausgegeben habe, ne, dann will ich damit auch irgendwie was anfangen. Also frei nach dem Motto. Und der 2. Mich jetzt entschlossen habe, dieses Projekt wieder täglich zu bringen. Ich habe derzeit eh einige 3DS-Projekte im Laufen, ist ja auch gut so. Ich meine, wir haben derzeit Super Mario Maker 3DS, was heute kommt. Am Montag, den 17., wenn das Video online kommt. Genauso dürfte heute, Dingsbums kommen. Jetzt wollte ich nicht anstecken. Also, Dingsbums, also Animal Crossing kommt heute auch und Tom hat dazu live um 18 Uhr. Wie immer als Premiere. Habe ich ja auch schon gesagt, dass ich mich dazu entschlossen habe, Tomodachi Live, lass es um 18 Uhr Slot und bring Animal Crossing ab jetzt immer um 12 Uhr. Es haut wirklich mehr Videos raus, habe deshalb aber auch die Zeit, weil das meiste tue ich eh vorproduzieren. Ich wende dann wirklich hier nur Animal Crossing und komm, wie heißt das andere Spiel, Tomodachi Live, was ist, also nicht so krass vorproduziere. Vor allem Tom wird das live eigentlich überhaupt nicht vorproduziert, weil es ist wirklich täglich neu aufnehmen. Animal Crossing nehme ich halt vielleicht mal 2, allerhöchstens 3 Parte um einen Tag auf. Weil Yoshi oder so nehme ich am Wochenende wirklich einige Parte vor auf. Sonst geht es das nicht aus. Mai und sonst gilt. Ich wollte gerade hier ausleeren. Also, wie gesagt, hier wieder ein bisschen alles verkleinern. So, ich glaube, das wird einiges an Money bringen hier. Hashtag Money. Ach Gott, ich weiß es nicht, aber egal. Ja, ich glaube, das wird dann ganz nett. Ich habe auch einen Upload-Plan, den könnt ihr dann in meiner Homepage sehen. Die ist. Dass ich dann auch irgendwann die Tage launchen werde. Weiß noch nicht genau wann, aber irgendwann demnächst wird es sein. Wollte ich eigentlich heute am Montag launchen, aber das bekomme ich nicht hin, aber sei es dann irgendwann im Laufe der Woche. Und dann seht ihr ab dann dort einen Upload-Plan. Bis jetzt seht ihr den halt dann noch in der Kanalbeschreibung. Und da müsstet ihr eben auch sehen. Ja, einsammeln. Das heute Animal Crossing. Nur lief dran ist im Survival. Dann wird heute um 15 Uhr Mario Maker kommen.
Das heißt, da sind gereifte mal abgefallen. Das ist interessant. 18 Uhr kommt heute, Dingsbums. Das wisst ihr Bescheid. Also, der Plan ist halt für heute. Kann ich auch so mal so sagen, der Upload-Plan, weil ich das wir wirklich an einem Tag aufnehmen, wo es auch online kommt. Heute kommt, eben Swivel so rum, wenn ich es schaffe, weil ich gerade besser noch mal aufnehme. Irgendwann kommt dann Animal Crossing New Leaf. So gegen 12. Dann kommt danach, 15 Uhr Super Mario Maker 3DS. 18 Uhr wird Tombow, dass sie live kommen und Yoshi's Crafted World kommt dann irgendwann am Abend so gegen 20 Uhr. Das ist ja zumindest so der Plan. Und ich glaube, dass das auch ganz gut funktionieren könnte. Und auf jeden Fall, ja, ich will aber jetzt wieder täglich Projekte bringen. Weil dieses Livestream, davor habe ich täglich einfach unmöglich Zeit. Da setze ich dann lieber auf Videos. Die tue ich dann vorproduzieren, wenn ich Zeit habe. Natürlich qualitativ hochwertig, das ist ja klar. Aber das sind meine Videos inzwischen meiner Meinung nach auch so ein. Also ich finde, ich habe jetzt nicht mal hier das schrecklichste Kick-Mikro und dementsprechend die schlechteste Audio- und Bildqualität. Klar, es ist noch verbesserungsfähig. Wird es auch, weil ich mir immer stetig auch neues Equipment hole. Weil es einfach so eine Sache ist. Erstens, es macht mir total Spaß aufzunehmen. Und umso besser Equipment ich habe, umso mehr Spaß macht es mir. Und zweitens bin ich so noch so ein technikaffiner Typ, der gern immer das Neueste haben möchte. Und wenn es halt gerade irgendwie geldtechnisch möglich ist, und es ist bei mir das halt relativ, weil es ist halt einiges, also nicht gerade wenig Geld habe insgesamt so, hole ich mir halt auch mal dann was, ne? Und bald hole ich mir beispielsweise den neuen Greenscreen von Elgato, da wird das nochmal ein bisschen besser. Und irgendwann in dem Jahr vor der Gamescom, Anfang August, hole ich mir auch meinen Cam Recorder. Und dann wird das alles nochmal hochwertiger, weil dann nicht mal die Facecam, wo dann wirklich Qualität von einer Kamera ist, was die Sache dann noch angenehmer macht. Aber bis jetzt bin ich ja so auch wirklich zufrieden. Und ich meine, ich bin ja auch kein Profi-Streamer. Ich meine, okay, mit 1000 bis was Abonnenten ist man so nicht mal so klein. Ich bin auch ein Klar. Und da kann ich mir schon als mittlerer, mittel sind so 10.000 aufwärts, aber hat das kein Mini-YouTuber mehr nennen, sagen wir so. Weil 1000 Abonnenten, das haben viele in dem ganzen Leben nicht. Und ich habe das einfach irgendwie innerhalb von, gut, es sind auch ein paar 3 Jahren geschafft, ne. Halt, ich wollte einen Apfel ansammeln hier, aber okay. Warte, ich habe doch gar keinen einzigen Apfel hier eingesammelt. Ja, einfach fallen lassen. Schauen wir mal, wie viele Äpfel wir in unserem schönen Inventar inzwischen zu haben. Dos. Okay, Platz noch vor einem, aber wo ist der hinge? Cool, da ist der hinge, cool, da war er doch gerade. Frag mich nur, was hab ich den? Ja, Apfel einsammeln. Nee, ich wollte jetzt eigentlich nicht diese Blume hier. Egal, ich tausche es einfach nachher aus. Tauschen. Zwar gegen diese schöne Blume, die ich sogar einpflanze dann. So, wunderbar. Dann bringen wir den ganzen Spaß doch jetzt mal hier zu den Verkaufsstand und holen uns nochmal Geld, damit wir ab dem nächsten Part dann unser Haus wieder vergrößern können. Werd übrigens auch den nächsten Mal Part machen, wo es über Animal Crossing Horizon rede, wobei ich es eh dazu nochmal ein Video machen wollte und das Gameplay, was ich von der E3 habe, auch nochmal hochladen wollte. Ihr seht schon, es gibt viel, was ich eigenes machen wollte. Ist aber ein bisschen kompliziert jetzt, aber das werde ich alles noch hinbekommen. So, ich glaube, ich werde einiges Geld für den ganzen Spaß hier bekommen. Ich einiges an Obst hier, sagt ja, das nehmen wir doch gerne hier. Abgemacht. Ja, das Geld hätte ich gerne mal hier im Real Life. So, adios amigo. Bye bye. Hashtag have a nice time.
So. Ja, also ihr seht es, mit dem Projekt geht es ab jetzt täglich weiter. Muss noch schauen, wie ich das gestalte, aber ich glaube, das konnte erst lustig werden, weil es eigentlich ein echt cooles Spiel, was viel Spaß macht. Ja, Leute, das war's mit dem Part von Tom und Azir. Nee, ist ganz wahr, von Animal Crossing New Leaf. Hauptsache, es war Tomis erster mit dem Part. Hashtag, wer kennt es nicht. Ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt, dass das Projekt öfter kommt. Mich würde freuen. Und mir danke mir sehr herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.